Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockte Buch Simulator 18. Hier bei der Firma Strömling. Wir halten den Verkehr in Fluss. Was für eine Ansage. Gut, was habe ich heute vor? Heute habe ich vor, diese Reststrecke zu fahren und dann schauen wir mal, ob der Loop-Modus jetzt geklappt hat oder auch nicht. Ich hoffe schon. Gut, dazu müssen wir einmal in das Spiel hinein. Und da sehe ich dann, dass ich irgendwie außerhalb des Fahrzeuges bin, warum auch immer. Keine Ahnung. Und dann machen wir hier mal die Türe zu. Und werden mal hier entlang. Nächster Halt, Südspeiche. Und dann sagt er, wir müssen zur Südspeiche. Klingt doch super, oder? Zumindest haben wir jetzt nicht so viele. Doch, wir haben doch wieder so viele Fahrzeuge. Wir haben immer so typische 3-4 Fahrzeuge hier vor der Nase. Ist komisch, oder? Immer an dieser Stelle mindestens ein LKW oder sowas. Als ob das hier getriggert ist an dieser Stelle. So nach dem Motto, hier ist immer diese Verkehrssituation. Hier ist natürlich weniger schön, wenn das nachher wirklich so getriggert ist. Wir müssten das mal wirklich mal unter Augen behalten. Ihr könnt ja mal immer so nachgucken in die Videos. Ja, ist das an dieser Stelle immer so oder weiß man nicht. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Hä? Ja, hä? Ja, der Spruch ist wirklich blöd mit der Ananas. Da hätten sie auch andere Witze reinbringen können. Gut. Muss mal auf der Seite bleiben, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe schon. Ist immer diese leicht irreführende Strecke. Aber sieht gut aus. Hoppala, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Zu stark in die Kurve gefahren. So, hier müssen wir dann raus. Genau. Okay. Dann müssen wir einmal in den Mittelstreifen. Danke sehr. Gut. Hast wackelt halt Luft. Und jetzt fahren wir über Autobahn. Wir fahren über die Autobahn. Autobahn, die Autobahn. Wir fahren über Autobahn. Sehr schön. Ja, wir sind hier richtig. Wir sind hier richtig. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Oh, dein Akku. Sehr gut. Hey, lange nicht gesehen. Aber wiedererkannt. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals, das war als... Ja, echt schön, dich zu sehen. Ja. Ich wünsch dir was. Ja, so ist das. Wer weiß, was die erlebt haben. Das ist der Astra Park. Hier muss ich raus. Ja, schön, dass du gleich raus musst. Alter Wunsch direkt ist es jetzt nicht hier. Oh, mir hat jetzt deinen Blinker gemacht. Ich habe jetzt schon meinen Blinker an. Ob ich nur einen hinter war. Ach, ich kann meinen Schlüssel nicht finden.
Was, deinen Schlüssel nicht finden? Ja, wo hast du den? Hast du in der Hosentasche? Oder sonst wo? Hast du im Schuh gepackt? So. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblings? Och nö, nicht dieser wieder. Bitte, 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 bitte. Nein, danke. Oh. Ja. Also wenn man diesen Witz zu oft hört, dann wird er nur noch eklig. Dann hofft man, dass er schnell vorbei ist. Ich hoffe, die bringen irgendwann mal nochmal andere Dialoge rein. Oder irgendein Modder macht andere Dialoge rein. Das ist nochmal ein bisschen komplexer, aber vielleicht noch ein paar andere Witze oder... So wie aus den... Oder die übernehmen nochmal ein paar Sprüche aus den Brüsseler Simulator 16. Wäre da auch eine Idee. Da waren ja auch nette Sprüche teilweise dabei, ja? Auch wenn zum Beispiel diese eine Eigenwerbung drin war mit diesem komischen Zauberspiel, was ich bis dato nicht geholt habe. Ich hatte echt überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht? Habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Sonst hättet ihr das auf YouTube gesehen. So. Oh, mein Bauch. Dein Bauch? Bist du schwanger? Wie sah denn das gerade aus mit den Handy? Das sah sehr merkwürdig aus. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Wartezeit. Passt mal auf, wir nutzen mal die Wartezeit intelligent. Augenblick. Was? Klar. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Hier, bitte. So, einmal Müll eingesammelt. Ja, eigentlich ganz schick soweit. Gut, gehen wir mal darin. Murmeln, murmeln. Murmeln, 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 ja. Oh, da ist aber auch schön. Oh, ich möchte einen Kaffee haben. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Wo ist denn das Gehäuse dazu? Das Häuschen meine ich, Gehäuse. Irgendjemand muss euch doch hier bedienen. Das ist einfach nur so hier. Ist doch komisch. Moin. Ja, wir singen noch gut in der Zeit. Oh, für was ist denn das da vorne? Winter der Leidenschaft. Ah, okay. Das ist diese Serie, was die Leute mal alle gucken. Winter of Passion. Ob wir mal eine Winter of Passion in Sims 4 machen? Das wäre auch so ein Ding. Grois. Building better worlds. Ah. Maya. Okay. So, wir haben jetzt eine Menge Zeit gewartet. Fahren wir mal weiter. Nächster Halt, Hauptbahnhof, Endstation. Genau. Bitte alle aussteigen. Das ist dann der Loop. The Loop. Ah, stimmt. Haben hier noch einen Begrenzer? Glaube nicht. Oh, was stinkt denn hier so? Ja, was stinkt denn da so? Hast du dein IKM nicht gewechselt? Man weiß es nicht. Die Leute, die jetzt nicht aus der Pflege kommen, IKM ist das sogenannte Inkontinenzmaterial. Wo dann Dinge reinlanden, die normalerweise woanders hinlanden sollten. So, sehr schön. Blinker korrekt gesetzt. Sauber! Mensch. Mit funktionierender Hardware funktioniert das auch. Mann, Mann, Mann. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Aha, aha, aha. Christina Aguileras, oder was? Oder welche Christina war das? So, Astra Park verlassen wir dann gleich. Ich schmeiß mal schon den B-Link. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Oh, er muss Samstag arbeiten. Ein Glück habe ich das hinter mir. Kann das gar nicht oft genug erwähnen. So. Da kommen wir in den Kreisverkehr.
hier mal ein bisschen sanfter. Ich kann mir zwar das finanziell leisten, aber ich muss es mir nicht finanziell leisten. So. Okay. Ich glaube, ich werde krank. Oh. In den Kreisverkehr oder warum? Ne? Müsste irgendwann noch das Gespräch kommen mit dem Burrito des Todes. Okay. Jetzt müssen wir wieder auf die typischen Schlaglöcher aufpassen. Die Frage, wo die immer auftauchen. Wir fahren mal so ein bisschen mittig, damit wir immer noch so schnell reagieren können irgendwie. Das dürfen wir gleich 70 fahren. Okay. Schöner wäre, wenn man die Schlaglöcher irgendwie besser vorher erkennen könnte. Seht ihr immer nur so kurz vorher? Jetzt muss man sehen, ob man da noch an den Grafikeinstellungen vielleicht noch was ändern kann. Weil flüssig ist es ja so oder so. Ich glaube, ich hatte das schon mal geändert, oder? Hey, haben Sie ein Schlagloch-Suchgerät? Ja. Und wie ich das habe. So, rote Ampel. Mal gucken, ob der jetzt da rumkommt oder ob der wieder lange rumhempelt. Ah. Rot, rot, rot sind meine Ampeln. Rot, rot ist auch meine Liebe zu dir. Gut. Da ist Winter der Leidenschaft wieder. Werbeplakat. Aber so eine gehypte Serie. Bitte wetten, ist der totale Mist. Ob es die eigentlich wirklich gibt hinter der Leidenschaft? Müsst ihr mal googeln. Oder ihr googelt mal und schreibt mir das in die Kommentare. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Winter der Leidenschaft. Gibt's diese Serie wirklich? Ach. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Ja, da hast du gesägt. Jetzt sägst du im Bus gleich, ne? Ich heiße es deshalb Sägewerk, weil wenn die Leute da lange bleiben, dann sägen sie überall, auch im Bus. Ja? War das noch so? Gruer war es. Okay, es war Gruer. Das war the Gruer of the world. So, Seaside Valley. Seaside Valley. Herzlich willkommen im Seaside Valley, dem heftigsten Ort in Simoleon, im Simsoland. Wo es gibt Sim City, warte mal, wie ist Sim Nation hieß da, glaube ich, insgesamt, was die mal gesagt hatten. Wo man alle möglichen Sim-Spiele hat und da sind die Ditte und das heißt Sim Nation. Okay. Der Start zumindest. Irgendwie so war das. Müsste ich mal googeln, irgendwie war das so gewesen. Das nennt sich dann Sim Nation. Ich spiele schon über 1500 Folgen Sims und weiß nicht, ob es Sim Nation heißt. Ich glaube, das war wirklich Sim Nation. Es hat auch schon so viele tolle Gebäude gebaut und so. Na, es wird immer geiler. So, hier ist nicht der Hauptbahnhof, da müssen wir einen weiter. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Genau, da waren wir gerade gewesen. Ja? Wir haben sogar richtig Zeit gut gemacht. Guckt euch das mal an. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Oh, hier so sachte rangefahren, Leute. Ne? Sehr pünktlich, Wahnsinn. Danke. Wahnsinn. Tschüss. Tschüss. So, dann schauen wir mal nach, ob wir hier irgendwas noch wegmachen müssen. Ja, sieht soweit gut aus. Dann können wir mal auf die Ende-Taste. Ratter, ratter, ratter. Selbst das hat noch 4 Sterne gebracht. Warum schwitze ich denn eigentlich so ab, um 4 Sterne zu machen, wenn das... Ja, und da seht ihr, so und so viel kriegen wir trotzdem noch rein. Ja, also. So.
Gucken wir mal, ob es gezählt hat. Anscheinend ja. Ich mache mal Musik aus. Gut gemacht. Einige Sehenswürdigkeiten haben bereits merklich höhere Besucherzahlen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Erfolg wiederholen können. In Seaside Valley gibt es einige hübsche Orte zum Spazierengehen, aber die Flusspromenade und den Wald im Süden von Westfield sind die beliebtesten, sowohl bei den Anwohnern als auch bei den Touristen. Also, bitte erstelle 2 Routen entlang dieser Wege, damit die Leute einfach zu- und aussteigen können. Erstelle zusätzlich eine Route, die diese Wege mit dem Lido verbindet. Nach einem langen Spaziergang würden die Leute sicher gerne am Wasser entspannen. Ja, könnte passieren, dass sie das wollen, ne? Okay, schauen wir uns das mal in den Text an, was er von uns wollte. Beinarbeit, die Leute lieben es. Um die Flusspromenade und den Westfield Wald spazieren zu gehen, erstelle eine Strecke entlang der Fußwege. So, was haben wir denn da? Nutze Fahrer, um Einkommen auf einer Strecke zu generieren. Und zwar, welche beinhaltet? Peacocket Ridge, Westfield, bla, sowieso. Der soll dann in den Rundfahrmodus verwendet werden. Hier steht, dass mindestens 5 Ass-Fahrer und 5 Busse einnahmen an dieser Strecke. Das heißt, hier werde ich die dann wieder teilweise runternehmen. Oder ich werde die komplett canceln. Und dann werde ich die dann darauf hauen. Ja. Weil wir da 5 brauchen, da brauchen wir 5. Das heißt, wir werden die hier komplett wegmachen. Ja, die kommt mal weg und die kommt mal weg. Ja, das sind die Z-Strecken vom Zop. Die lassen sich mal sicherheitshalber da. Man weiß ja nicht. So. Das ist dafür. Lass mindestens 5 sowieso. Erhöhe das Level jeder Strecke, jeder Haltestelle auf dieser Strecke auf 6. Erhöhe das Level von Siegweiden Lido auf 7. Das haben wir sogar schon. Ist geil, wa? So, da das gerne im Wald spazieren oder im Fluss, nennen wir das einfach Wald oder Fluss. Wir nennen sie einfach oder Fuß, F. Oder B wie Beinarbeit. Wir nennen es einfach B, genau. Das heißt, wir werden mal die hier aktivieren. Machen das hier mal weg, danke sehr. Machen eine neue Strecke, das ist dann die B1. So, einmal die B, natürlich ein großes B. Das ist dann die B1. Gott. Peacocket Ridge, da haben wir sie. Danke sehr. Dann sollen wir Westfield. Ist das hier direkterweise Westfield? Ja, das ist direkterweise Westfield. Wanderstiefelstraße. Steineck. Mal. Also wir haben Peacocket Ridge, wir haben Westfield, Wanderstiefel, ach, das gehört zusammen. Dann die Steinegger Grange, okay, das ist die hier. Dann Steineckkirche, haben wir auch. Dann Steineck West, Steineck Ost. Das sind exakt 6 Haltestellen. Dann speichern wir die. Dann bringe ich jetzt 5 Busfahrer darauf. Also, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, das ist alles richtig. So, wir sehen uns dann übermorgen wieder. Und dann werden wir diese Strecke tatsächlich auch fahren. Wie geil, wir werden die tatsächlich auch fahren. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und dann bis übermorgen hier wieder bei der nächsten Fahrt. Also ciao und bye bye.